Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Letztes Mal war es hauptsächlich nur eine Farming-Folge und diese wird es auch werden. Zumindest zum Teil. Denn ich habe heute noch vor, tatsächlich mal ein bisschen Gebrauch von den, wie hießen sie denn jetzt? Bohrern zu machen. Weil die haben wir noch nie wirklich krass benutzt und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht mal? Das wäre doch mal ganz cool, oder nicht? Also werde ich das heute in Anlauf nehmen. Aber erstmal füttern wir an. Wir können jetzt schon mal gleich hier gucken, wenn wir schon mal hier sind, was wir denn alles brauchen dafür. So, wir wollen natürlich... Oh, das sind beides Neulingsbohrer, ne? Wie viel kostet ein krasser Bohrer? Fortgeschrittener Bohrer... Ein Bohrer, der mehr Ressourcen abbaut mit einer größeren Chance auf seltene Ressourcen, hält 3 Zyklen. Und eine Pumpe. Ah, okay, das ist eine Pumpe und ein Bohrer. Kaufen wir uns mal beide. Okay. Dafür brauchen wir ein bisschen was, aber das ist okay. Das dürfen wir bekommen. Und das noch leichter, glaube ich. Wohl? Ja, okay. Ich merke mir auf jeden Fall Mietsplot und Pinkerplot. Dürfte ja direkt in der Nähe bei uns sein. So, außerdem wollten wir heute die 40k voll machen, um uns das nächste Ranch-Upgrade zu holen. Das, will ich heute auch noch tun. Also passiert in der Folge doch noch ein bisschen was. So. Ich werde hier von den Seiten beschossen, von den Schlingeln. Na komm. Ich sehe mir noch Dings drin. Mensch, wie hieß es? Jetzt habe ich den Namen von dem Zeug vergessen. Glühwürmchen-Plot. So. Fehlt dann wieder hier mal raus ein bisschen. Ich schleudern die ja eh mal ein bisschen ins Zeitkontinuum. So. Die da hinten müssen wir natürlich auch wieder füttern. Die bringen uns nämlich sehr gut Geld ein eigentlich. Zumindest sollten sie das. Sie haben schon nichts gedroppt gerade. Was ein bisschen schade ist. Das ist natürlich immer der Nachteil von den großen Slimes dann. Man hat halt wirklich ein Problem mit der Menge. Okay, die haben auch nichts Neues gedroppt. Ich glaube, wir müssen halt erst pennen gehen, damit wieder ein bisschen Plot kommt. Okay, solange es noch Tag ist, werden wir uns kurz auf die Suche machen nach Mietsplot und Pinkenplot. Aber erstmal verkaufen wir unser Zeug hier. 40k sollten wir gleich drin haben. Wenn nicht sogar jetzt schon. Ach lol, jetzt schon sogar. Krass. Ja, dann können wir das auch direkt mal machen. Kaufen wir uns das Upgrade doch gleich mal. Und... gekauft. Ultrasprinterstiefel. Oh, das Upgrade brauchen wir sowas von. Schau ich das an. Ja, ist doch super. Haben wir unseren Teil, was das angeht, auch erfüllt. Weil wir wollen ja irgendwann Tresore öffnen können. Oder Portale, sag ich mal so eher. Sind ja eher Portale. So, Jungs, ihr esst mal schön, genau. Droppt mal euren Plot. Hier da hinten auch. An die zu kommen ist echt leicht. Das muss man ja mal sagen. Aber es ist ja auch der Anfangsslime. So. Oh. Haben wir genug? Ich denke, ne? Kann ich auf dem Rückweg nochmal welche mitnehmen. Müssen ja jetzt nochmal zum, zu dem Katzen. Weil die geben jetzt schon mal ein bisschen was noch. Ja, okay. Nehmen wir einfach mit. Lieber zu viel Plot als zu wenig. Wir haben ja eh Platz, also daher.
Oh. Droppt euren Plot. Ja, fein. Klein Schlingel. So, ich hoffe, die snacken mir hier nicht meinen Plot weg, die anderen Slimes. Ich meine, wäre nicht so schlimm, aber ja. Hier sind überall Hühnchen. Könnt ihr die nicht essen von alleine so? Seid ihr dafür zu unfortgeschritten? Naja, ist okay. Sind ja auch nur Katzen. Wo Katzen schlau sind. Ich habe schon gegessen. Aber sind 8 genug? Ich glaube, wir brauchten 12 und wir hatten 2. Gib mal noch ein bisschen was her. Schön. So. Ich denke, das reicht. Ich würde aber auf Nummer sicher gehen und nochmal irgendwie ihn hier füttern. Gib mir das mal noch. Und einen würde ich trotzdem noch machen, weil man weiß ja nie, ne? Ist doch Karotten. Karotten. Oh. Junger Mann, so aber nicht hier. Ach naja, das reicht schon. Ist jetzt ja eh Nacht. Dann können wir ja wieder nach Hause gehen. Leuchten die Statuen eigentlich im Dunkeln? Jetzt direkt mal sehen. Aua. Oh, ich freue mich richtig auf die Sprinterstiefel, aber dafür müssen wir noch 47.000 sammeln. Das ist unvorstellbar, diese Summe. Gott. Wir müssen dafür so lange wieder farmen, bestimmt 2 Folgen. Aber hey, damit muss man klarkommen, ne? Wisst ihr was? Wir können direkt mal den Plot hier trotzdem noch mitnehmen. Weil falls wir nochmal einen zweiten Bohrer machen wollen oder eine zweite Pumpe, wäre das doch schon etwas besser. Wenn wir da ein bisschen was über haben. So. So. Gut. Dann bin ich mal... Ah, nee, warte. Lass mir erst pennen gehen. Das habe ich vergessen. Erst mein Nickerchen machen. Ja, die leuchten so ein bisschen im Dunkeln. Tatsächlich. Na dann, ab in die Hütte. Und bis morgen schlafen. Was waren die anderen Sachen eigentlich? Minzplätzchen, Chroma. Das sieht an sich nice aus, aber ich glaube, das ist auch wieder am Haus ein bisschen, naja, überbewertet dann. Ich stick mehr mit Milchshake. Boah, die gehen bis ins Labor rein, diese Kristalle, die explodieren. So, dann gib mal her. Wir wollten eine fortgeschrittene Pumpe. Okay, fabrizieren. So, ich habe schon wieder vergessen, wie man das... Okay. Wie man das baut überhaupt. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir eine Taschenlampe haben. Das habe ich jetzt ja erst rausgefunden. Was soll denn das? So, und ich habe erfahren, glaube ich, dass auch an verschiedenen Stellen man besseren Loot bekommt. Was mich zu dem Entschluss führt, dass wir das hier nicht hier platzieren, sondern in halt ein anderes Gebiet. Weil, warum nicht, ne? Jetzt kriegen wir mal denselben Scheiß raus. So. Nehmen mal die eine Karotte her. Sie geht da so allein auf dem Boden rum. Hä? Das war komisch. Boah, die droppen so viel, ne? Solche Lümmel. Oh. Nachgewachsen in der Zeit. Stell dich mal vor, sowas in echt würde Essen so schnell nachwachsen. Das wäre krass. So. Jetzt sollten noch die anderen mehr Plot gedroppt haben, weil wir jetzt ja gepennt haben. Sollten wir ordentlich viel Kohle haben. Also naja, ich freue mich mal nicht zu früh. Nachher sind es nur 2 Plots, die da auf dem Boden liegen, aber... Ja, man kann ja Hoffnung haben, ne?
So. Gucken wir doch einfach mal nach, ne? Ja, viel gegessen haben die nicht. Hm. Oh doch, oh, das ist geil. Okay, perfekt, danke. Vor allem bringen die Explosionsplot ja auch echt gut Kohle. Die Feuer, was gedroppt? Nö. Die droppen sehr selten was, habe ich das Gefühl. So, holen wir uns noch deren Plot. Na, da habe ich noch einen vergessen. Es wäre cool, wenn es auch Eisslimes geben würde, fällt mir gerade auf. Aber die bringen inzwischen gar nicht mehr so viel, ist mir gerade aufgefallen. Das ist schon traurig, ne? Die waren mal die krassesten, die wir so auf der Farm hatten am Anfang. Und dann, naja. Dann ist der Aktienkurs gesunken. Ein bisschen schade, aber naja. Jetzt halt gegen machen, ne? Ja, ist schon okay. Überleben tut man es ja, ne? Muss auf jeden Fall noch den Bohrer platzieren. Daran muss ich auf jeden Fall denken. Nicht, dass ich dann nächste Folge erst dazu komme. Wenn es so ist, dann ist es so, aber ja. Würde ich jetzt ja auch nicht warten lassen. Also in der nächsten Folge sehen wir dann eh erst, was dann da rauskommt. Aber deswegen ist es halt wichtig, die jetzt schon diese Folge zu platzieren, die Pumpe. Das ist ja eher. So. Bisschen reinfeuern. Die haben auch mal extrem viel Kohle am Anfang gegeben und jetzt. Heutzutage ist es. Es fällt nicht mehr so gut aus. Naja. So ist das nun mal, ne? Guck mal, 36 sind die nur noch wert, in Klammern nur, ne? Aber die waren mal 106, glaube ich. Krass. Aber naja. Ich beschwere mich mal nicht, ne? So, gehen wir hier ans Ufer und da würde ich gerne meinen Bohrer hin platzieren. So. Kann ich denn hier einen platzieren? Ja, kann ich tatsächlich. Platzieren wir da einen hin. Sieht für mich nach einem Ort aus, wo dieses Gerät ist dauerhaft in. Ja, klar. Ich weiß, ich weiß. Wie lange brauchen der? 12 Minuten, okay. Dann wird das erst nächste Folge was mit dem Gucken, was rauskommt. Aber ist ja nicht schlimm. Kriegen das hin. So. Alter, haben die da viel Plot drin. Alter Schild, ich wünsche, wir hätten einen komplett freien Inventarplatz, dass wir alles nehmen könnten. Dann würde ich da jetzt alles raussaugen und gleichzeitig verkaufen. Das wäre ein Traum. Ich weiß, sie bringen nicht mehr so viel, wie sie es am Anfang mal gebracht haben. Aber das würde uns richtig viel Kohle bringen. Definitiv. Krass. Krass, krass, krass. So, wie viel habt ihr gedroppt? Ganz okay, denke ich, ne? So. Damit sollten wir die 10.000er-Marke wieder geknackt haben, geldtechnisch. Was ja auch nicht schwer ist. Sind ja nur 85 Stück, die uns bis dahin fehlen, aber trotzdem.
Haben wir jetzt. Einen Plot haben wir abgegeben. Ne, zwei. Ne, sogar drei. So, 15.000 haben wir wieder. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Oh, oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich habe kurz nicht nach vorne geguckt und bin gegen diesen Ballon gelaufen. Bang. 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 Okay, ich hoffe. Machen wir das noch leer. Ja, ansonsten. Mal gucken. Ah, wir können die noch füttern. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, ob man die nicht irgendwie paart mit irgendeinem Slime, der ein bisschen mehr Kohle gibt. Also die, die hier drin sind. Das sind natürlich ein paar viele, müsste man natürlich aussortieren, aber ansonsten wäre das, glaube ich, schlauer. So. Wo es immer schlau ist, eigentlich zwei Slimes zu kombinieren, die viel Geld bringen und eine andere Art von Essen haben. Also am besten, dass man ein Fleisch, weil die Fleischessen bringen ja meistens ein bisschen mehr, paart mit einer Sorte, die halt kein Fleisch ist. Das ist immer so, so habe ich das zumindest jetzt aufgefasst. So, werden die haben jetzt was gedroppt, wo wir keinen Inventarplatz mehr haben? Nee, doch nicht. Okay. Droppen irgendwie gar nichts mehr. Noch schon überlegt, ob man irgendwie Asche nachschütten muss, aber es glaube ich nicht. Irgendwie. So, die 20k sollten wir auch damit voll machen. So. Oder doch nicht. Okay, schade. Ein bisschen schlecht abgerechnet. Naja. Oh. Damit können wir es aber voll machen, möglicherweise. Wahoo. Ich weiß doch, dass wir damals durch die Honig-Slimes, die hatten wir ja hauptsächlich damals, komplett leben konnten, so. Was uns immer alles kaufen konnten. Und jetzt sind wir hier, haben 30.000 Slime-Sorten und machen es auch Fettkohle, aber es ist alles so unfassbar teuer geworden. Das ist krass. Ist ja fast wie im echten Leben. So, machen wir das noch leer. Gott, der Radioaktiv-Dings geht auch ein bisschen hoch. Komm, schnell, schnell, schnell. Huh. Oh. Boah, das war knapp. Weiß nicht, was passiert, wenn man total verstrahlt ist. So. Na dann verkaufen wir das noch. Die Musik ist entspannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in der nächsten Folge zu sehen, was der Bohrer uns gegeben hat. Die Pumpe meine ich natürlich. Schon ein paar Mal falsch gesagt, ne? So. Wir die nochmal leer. Und die Mosaik-Slimes nochmal und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich weiß, es ist zurzeit nicht sehr spannend, weil es hauptsächlich Farmerei ist. Aber das Farmen wird sich auslohnen, hoffentlich. Aber dann ist neuer Content zu sehen. Ich habe mir auch schon überlegt, das DLC actually zu holen. Für das Spiel, für ein bisschen Geld. Hab's auch immer noch vor, aber ob ich das mache, muss ich mal gucken. Wäre ganz cool. Aber ich weiß gerade nicht, wie teuer es ist. Da würde es auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Slimes geben.
So, naja, dann haben wir das jetzt verkauft. Ich denke, wir haben in der Folge ein bisschen was geschafft. Wir haben eine schöne Statue bekommen und bla bla bla. Naja, dann lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal bei was immer ich auch tun werde. Ciao!